Komm schon, Kumpel, lass mich gehen, bitte, ich flehe dich an. Mal sehen. Bitte nicht. Unglaublich. Ich fühle mich so seltsam und schnell. Siehst du, ich hab's ja gesagt. Du liebst es, oder? Und jetzt hilfst du mir noch mit den anderen, ja? Auf jeden Fall, sie werden es lieben. Dann bis nachher. Alles läuft nach Plan. Hallöchen, Opila! Brumm, brumm! Was bitte ist das denn? Guck mal, bestimmt willst du das auch, oder? Aber Banban hat gesagt... Nein, danke. Ich bin bereits schnell genug. Mami! Hm? Ich will eine Spritztour machen! Nein, das ist zu gefährlich für euch. Bitte, Mami! Gut, aber nur eine Runde. Nimmst du meine Kinder... Oh, 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 oh. Oh, cool! Oh, du bist die coolste Mami der Welt! Fahren wir los! Mein Ball! Oh, oh, oh. Ich wette, du kannst mich nicht fangen. Warte, oh, stopp. Du machst mich schwindelig. Gib mir einfach mein Bein zurück. Willst du auch so schnell sein? Das wäre irre. Ja. Es tut nur kurz weh. Ich bin ein Auto, endlich. Wow, du bist ja viel größer. Jetzt ist es wieder fair. Was geht denn hier ab, Leute? Wie habt ihr euch verwandelt? Darf ich auch bitte? Lass mich nachdenken. War nur Spaß, Alter. Los geht's! Juhu, yeah. Zeit für ein Rennen! Wollen wir? Ausgehen! Niemand ist schneller als ich! Ich hab zwei Asse. Hä? Was? Oh nein, ich muss anhalten! Ich kann nicht anhalten, wir werden gesagt! Bitte nicht! Bitte! Bremse! Das war knapp. Oh, hey, Leute! Sofort eine Verwandlungspistole, wollt ihr sehen? Wow, das ging schnell. Super schnell. Wir sollten Nap-Nap und Malmann suchen. Willst du mich heiraten, meine Liebste? Hey, keine Sorge, ich hab die perfekte Lösung. Dann her damit. Los geht's. Hey, wow, ich fühle mich brandneu. Cool, jetzt passen wir zusammen. Mein Plan funktioniert. Alle sind jetzt so glücklich. Oh? Wir wollen auch Fahrzeuge sein. Hey, warum die langen Gesichter? Oh. Jeder ist ein Fahrzeug außer wir. Wir haben eine Lösung für euch. Oh davon habe ich geredet. Oh. Habt ihr Spaß? Oh nein! Das Beste kommt erst noch! Oh nein! Macht euch bereit fürs Derby! Verräter, du hast mich reingelegt! Das warst du! Also kommst du zuerst! Es tut mir leid, was ich euch angetan habe, Leute! Ist schon okay, wir halten zusammen bis zum Ende! Du wirst dafür büßen! Vor dir habe ich keine Angst, Schweinchen! Hab dich den Mut verlassen! Bleib weg von ihm! Nein, Kumpel! Wie konntest du ihm das antun? Jetzt bist du dran, hey, Schweinchen! Du! Hör auf mit dem Unsinn! Sofort! Aber Schatz, es tut mir leid! Warum bist du immer so kindisch? Ich bin es leid! Oh, oh! Du wirst es ein bisschen zahlen! Oh, bitte! Habt Erbarmen! Autschi! Komm schon, Kumpel, du kannst das! Ich weiß genau, was zu tun ist. Reparieren wir ihn. Bitte krieg ihn wieder hin. Du schaffst das. Voila. Er wird etwas Zeit zum Erholen brauchen. Ja. Danke. Oh nein. Oh, yummy. Oh, ich rieche Pizza. Yay. Kumpel, es geht dir gut. Oh nein. Aber geht nicht! Mich verlangt es nach Frischfleisch! Was war das? Ach, egal. Für Ablenkungen haben wir eh keine Zeit. Dies ist eine Familie ohne Sorgen. Du sollst sie erledigen. Und weißt du was? Dein erstes Opfer scheint die ganze Zeit zugesehen zu haben. Was zur... Etwa direkt hier? Hallo? Es gibt kein Entkommen, mein Freund. Hallöchen, ich hab Muffins gemacht. Möchte jemand welche? Oh, wir hassen deine Muffins. Erledige deine Arbeit.
Ups, habe ich etwa bei etwas gestört? Ich verhungere! Uah, nein, geh runter von mir! Oh. Meeresfrüchte? Ich verschwinde mal lieber. Er entkommt! Geh und schnapp ihn dir! Geht klar! Oh, das ist ein besonderer Moment! Tut mir leid! Was? Was? Oh nein! Ich muss euch warnen vor... Mein Ring! Keine Sorge, Schatzi, ich finde den Ring. Siehst du, da ist er. Bin ich nicht der beste Ehemann? Was? Denkst du, du kannst fliehen? Du kannst dich nicht verstecken. Juhu! Ich bin der Beste in diesem Spiel! Ich bin schon müde, Kinder. Hm? Juhu! Seht mich an! Oh nein! Ich bin super Opela! Oh! Nichts kann mich aufhalten! Bist du okay? Juhu! Hi! Tut mir leid, euch zu stören, aber etwas Seltsames geht hier vor. Da ist ein Monster! Und wir sollten hier weg! Alles klar, das machen wir. Komm schon. Na los, Kinder. Wir müssen von hier verschwinden. Oh, oh. Hallöchen. Ich oh bin Gott. Hungrig. Bleib schön weg. Na los, Leute. Beeilt euch. Kommt schon, Kinder. Es ist Zeit zu gehen. Ich kann nicht mehr. So, wer möchte meine Hauptspeise sein? Okay, Sie sind sicher. Hi. Was glaubst du, tust du da? Mein Kopf. Oh nein. Bitte lass mich gehen. Okay, jetzt, Flynn. Okay, los geht's. Du bist mein. Das darf doch nicht wahr sein. Geschafft. Niemand legt sich mit mir an. Bist du jetzt so zufrieden? Langsam ja. Lass mich die Liste checken. Nur noch einer ist übrig, dann ist es soweit. Okay, klasse. Heute starten wir mal mit etwas anderem. Oh Mann. Hä? Was ist da los? Hi, du. Wie war dein Tag? Ganz nett. Hä? Bis gerade eben. Oh, oh nein, ich muss hier schnell weg. Einfach. Ja, nee. Fantastisch! Wir kommen voran. Sie werden mich finden. Autschi. Ich kann Schmetterlinge sehen. Sieh mal einer an. Nicht der Typ. Bitte, nein. Tu mir nicht weh. Ich bin es, Kumpel. Was? Oh, euch geht es gut? Schön, euch zu sehen. Hier bin ich. Was? Nein, lauft! Wir müssen uns verstecken. Bitte, ich war dein Freund. Oh, Blau, bist du das? Oh, Cyan, du erkennst mich wieder. Aber natürlich tue ich das. Was ist da los? Das ist jetzt nicht die Zeit für alte Freunde! Bonbon! Der Sieg wird mein sein! Das ist dein Ende. Komm zu dir, mein Freund! Oh. Nimm das! Du hast mich noch nie geschlagen! Hey, bitte, tu das nicht! Oh Mann, was sollen wir tun? Moment mal! Das ist die Fernsteuerung! Ich muss das Teil schnappen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Oh, stopp. Mach's gut, Freund. Du wirst immer in meinem Herzen sein. Was? Nein, ich kann das nicht mehr tun. Tu es einfach, mach schnell. Aber okay. Keine Zeit, um sentimental zu sein. Oh, Freund. Es tut mir ja so Schwamm leid. Drüber. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich beende das jetzt. Was? Warum funktioniert es nicht? Suchst du etwa das hier? Genug ist genug! Spürt meinen Zorn! Ich wollte gerade gehen! Du gehst nirgendwo hin! Nein! Ich habe eine bessere Idee, Leute. Was meint ihr? Tu es! Tu es! Okay, hier kommt ihr! Bitte, ich flehe euch an!
Wir haben schon eine Idee für dich. Das werde ich nicht über mich ergehen lassen. Ich werde schon sehen. Eine neue Map und das bedeutet neue Abenteuer. Oh, was hat es damit auf sich? Ach, egal. Ich habe eine Idee, wie ich es verschönern kann. Nicht wahr, Frau Känguru? Du könntest dein Facelift vertragen. Das steht dir doch viel besser. Findest du lustig? Die Zeichnung lebt? Ich muss hier weg. Sieht irgendwie kompliziert aus. Verarscht, einfach geht's nun wirklich nicht. Einfach nur all die Buntstifte hier rein. Na los! Oh nein, ich muss hier raus! Okay, das wäre geschafft. Vielleicht, wenn ich etwas vorsichtig... Was war denn das? Mein Kopf! Was war denn das? Das Monster hat mich beobachtet? Ich habe dich nicht beobachtet! Knapp, knapp will mir etwas antun. Au! Oh, ich hab solche Angst. Hey, Nap Nap, bist du noch da? Aber hier ist ja niemand. Habe ich mir das nur eingebildet? Puh, was für eine Erleichterung. Dabei war ich doch die ganze Zeit hinter dir. Ah, Hilfe! Oh, wie funktioniert das nur? Zumindest ist das ein Fortschritt. Was zum... Warum ist es so dunkel? Ich hab doch eine Taschenlampe, die könnte helfen. Ach, schon viel besser. Was war das für ein Geräusch? Also, das ist auf jeden Fall... neu. Ich hab mir das nur eingebildet, nicht wahr? Ich meine, als ob diese neue Stage derart schwer ist, richtig? Okay, ich hatte recht, es war nur meine Einbildung. Aber was zur... Was ist das für ein Ding? Es ist... extrem groß. Ah! Nein, warte. Ich denke, es schläft. Puh, zum Glück hat mein Schrei nicht aufgeweckt. Hallo. Na, er scheint tief zu schlafen. Da kommt meine Idee. Sag Tschüss. Tja, ganz egal, wie laut ich bin, er wacht einfach nicht auf. Wie großartig. Tja, ja. Zeit für eine kurze Spülung. Na, mir wird langweilig. Zeit für was anderes. Mein Steißbein! Was tust du hier? Er hat mich. Er wird mich foltern und mein Hirn fressen. Hä? Nein, du verstehst da was falsch. Ich setz dich ab, um dir zu zeigen, dass ich kein Monster bin. Ach so? Du bist schon irgendwie anders als die anderen. Siehst du, mir ist etwas Schlimmes in der Vergangenheit zugestoßen. Keine Ahnung, ob ich dir das erzählen soll, aber... sieh am besten selbst. Was ist das alles? Ist das etwa ein Strand? Aber wie? Ist ein Ball mit Sonnenbrille? Wow, also dieser Tag wird immer merkwürdiger. Oh, ein gruseliges Monster. Hallo? Hi, ich sollte wohl besser gehen. Ich werde vermutlich niemals einen echten Strand erleben. Oh, sag doch sowas nicht, Kumpel. Eventuell gehst du eines Tages dorthin. Ist das etwa ein Labyrinth verworrener Erinnerungen von Finn? Was ist das für eine Sequenz? Es ist Bun Bun. Ich liebe dieses Lied. Es sorgt dafür, dass ich mein Gefieder bewege. Definitiv Talent. Oh Mann, dieser Trip dauert ja eine Ewigkeit. Komm schon, Jellybrain, gib mal ein bisschen Gas. Wir machen gefühlt keine Meter. Wenn ich fahren würde, wären wir schon längst angekommen. Na, wie nervig. Warum übst du dich nicht einfach in Geduld? Ich fahre schon so schnell ich kann. Aber sicher fährst du schnell. Das sieht wohl für dich so aus, du mit nur einem Auge. Ich hab die Schnauze voll von deinen blöden Kommentaren. Bun Bun, ich habe es satt, dass du... Du kümmerst dich immer nur um deine eigenen Interessen und gibst deinen Scheiß auf die anderen. Kannst du das nicht sehen? Wie ich? Ich weiß wirklich nicht, dass du von mir... Wie sollst du denn wie ich sein? Ach, wirklich? Du hast doch gar keine Ahnung, was du da von dir gibst. Hörst du? Geht mir echt auf den Geist. Unzufrieden? Hasso, Peter.
Oh-oh. Ah! Oh, sie hatten also einen Unfall. Deshalb kamen sie nicht am Strand an, aber warum haben sie es nicht nochmal versucht? Und, was ist das für eine Stimme? Oh nein. Mein Plan hat also funktioniert. Nun muss ich mir nur noch meine Belohnung holen. Oh, mein ganzer Körper tut weh. Banban, geht es dir auch wirklich gut? Aber sicher. Und nun hoch mit dir. Kumpel, du tust mir weh. Ich tu dir weh? Du hast doch keine Ahnung von Schmerzen. Zeit für einen Eingriff. Was? Das kann doch nicht sein. Das nichts? Nichts? Nada. Du bist nur eine fischige Qualle. Was sagst du da? Keine Angst, Kumpel. Dir passiert nichts. Also, zumindest nicht, bis meine neueste Erfindung Wirkung zeigt. Was? Banban? Du, warum hast du das getan? Wir waren uns nicht immer einig, aber das hier, warum? Oh, hab doch Erbarmen. Mit deinem alten Freund. Ich will kein Monster werden. Bitte. Tu das nicht! Ich will kein Monster sein! Oh nein! Das ist also passiert. Ja. Doch das ist nicht das Schlimmste daran. Nein, am schlimmsten ist, dass Banban mein bester Freund war. Und doch hat er mich in ein Monster verwandelt. Also verschwende keine Zeit mit Freunden, Spieler. Sonst endest du dich. Warte, Flynn, nein! Okay, vielleicht hat er ja recht. Vielleicht sollte ich aufhören, Freunde zu suchen. Aber was wäre ein Leben ohne Freunde? Was soll das für ein Leben sein? Hab ich dich also endlich erwischt! Was ist das? Du dachtest wohl, du entkommst dem alten Toadster. Zurück mit dir! Du bleibst schön da, verstanden? Ich sollte besser gehen. Sieht gefährlich aus. Ist das etwa Banban? Oh, du bist der süßeste Frosch der gesamten Welt! Oh, wie süß. Banban würde ihm niemals etwas antun. Wie geschaffen für meine Experimente! Das schmerzt mehr, als ich dachte! Verdammt. War ich wohl zu voreilig? Denk gar nicht daran zu fliehen. Ich beobachte dich. Aber was soll ich denn jetzt nur machen? Er war mein bester Freund. Ich werde nie wieder Freunde haben. Daran ist also Banban schuld. Aber was kann ich dagegen tun? Eventuell ja... Das könnte klappen. Alles sind im Kittchen. Entschuldigung, aber es sieht so aus, als wäre diese Stadt zu klein für uns beide. Also werde ich, der coole Spieler, dich zu einem Duell herausfordern. Langsam wird die Sache interessant. Ein Cowboy-Duell im Stile des Wilden Westen. Ich werde all die Banditen vor dir fangen. Das werden wir noch sehen. Immerhin habe ich den Stern nicht ohne Grund. Sieh dir das an. Jetzt, wo all die Halunken im Gefängnis sind, ist es an der Zeit für unser High Noon, Sheriff Toadster. Ich warte schon mein Leben lang auf diesen Moment, Spieler. Worauf warten wir dann? Zeit für dein Ende. 3, 2, 1, boom. Bringen wir es hinter uns, Spieler. Was zum... Oh, hast mich erwischt, guter Treffer. Ist schon eine Ewigkeit her, seit ich so viel Spaß hatte. Danke dir, Kumpel. Du bist ab sofort mein bester Freund. Werden wir mal wieder zusammen spielen? Ich krieg keine Luft. Schön zu wissen, dass nicht jeder ein böses Monster ist.
Was zur Hölle ist denn das für ein Ding? Ich fühle mich nicht gut. Was? Ich will zwar helfen, aber... Bitte. Das ist mir zu riskant. Es tut so weh. Vielleicht wird mich ein Blick nicht direkt umbringen. Vielleicht ist Nabnablina sogar ganz cool drauf. Sieh nur, wie cool er ist. Ich wünschte, er würde mich kennen, aber... Ich verstehe. Eventuell kann ich da ja sogar bei helfen. Warum sind das so viele unterschiedliche Spritzen? Hä? Wo kommt die denn her? Okay, ein kurzer Pieks und das war's. Ich fühle mich viel besser. Hey, ich bin Nabnab. Und ich bin Nabnablina. Wir sind cool. Ja, wie süß. Wo warst du nur mein ganzes Leben lang? Das ist ja süß. Sie sind so, Also, Banbanlina, dank dieser Jumbo-Josh-Brille wirst du cool und süß zugleich sein. Puh, zum Glück ist Jumbo Josh nicht hier. Der wäre sonst richtig sauer. Wir sind Shamataki und Tamataki und werden dich besiegen. Du denkst also, du könntest mich besiegen? Dass ich nicht lache, du seltsame Schildkröte. Das war's dann wohl. Ich hab da was. Von meiner letzten Reise nach Mexiko. Die sauerste Zitrone der Welt. Mal sehen, ob du damit klarkommst. Aber sicher, komm mit. Hätte nicht gedacht, dass sie direkt explodieren. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Eltern verloren habe. Wenn mir doch nur jemand helfen würde. Oh, das kleine Küken ist verloren und sucht nach seinen Eltern. Vielleicht sind sie ja hier. Das ist mein Kleines. Sieh nur, dieser seltsame Vogel könnte dein Vater sein. Denkst du nicht auch? Ja, da ist hey, Kumpel, Papa. Hier ist dein Baby. Komm schon näher. Und eine weitere Mission erfüllt. Ich frage mich, was ich wohl als nächstes mache. Spieler, ich muss schon sagen, du hast einiges in diesem tristen Laden verändert. Du hast wirklich unsere Leben verändert. Sieh nur, wie glücklich sie sind. Nicht zu vergessen, die Freundschaften zu Sheriff Toaster. Und du hast sogar Nabnab und Nabnablina zusammengebracht. Und Banbanlina zu mehr Selbstbewusstsein verholfen, damit sie mit Jumbo Josh klarkommt. Wirklich großartig. Hey, du denkst doch nicht, dass ich dich vergessen habe, oder? Was meinst du? Nun, sagen wir einfach, dass ich auf meinem Abenteuer etwas gefunden habe, das dir eventuell weiterhelfen wird. Ein Mittel, welches hochdosiert schlimme Auswirkungen hat, aber in kleineren Dosierungen dir helfen wird, wieder normal zu werden. Ist das wirklich für mich, Spieler? Aber sicher, Flynn. Und wenn du bereit bist, verabreiche ich es dir. Bereiter geht gar nicht. Ich komme doch nicht zu spät zur Party. Oh, ich sehe das für etwas, das mir gehört. Der Teufel, los jetzt, wir müssen hier weg. Das war nicht nötig. Lauf schneller. Wir müssen hier raus, bevor Bamban uns einholt. Ihr werdet mir nicht entkommen. Oh nein, er holt echt schnell auf. Na los, schneller. Ein Kinderspiel. Warum gibst du nicht auf, Spieler? Diesen Kampf kannst du unmöglich gewinnen. Ich werde dir heil sein, was du hier angerichtet hast. Aber alles, was ich getan habe, war den Leuten zu helfen. Ich weiß, und das passt mir ganz und gar nicht. Ich krieg keine Luft. Ich mache dich fertig und bringe das wieder in Ordnung. Ja, gib auf. Keine Luft. Endlich hältst du den Mund. Lass deine Griffel von meinem Freund! Nun steh auf und zeig mir, was du kannst! Was willst du mir wissen? Das lasse ich nicht zu! Niemand legt sich mit meinen Freunden an! Du magst mir meine Träume geraubt haben, aber dieses Mal... Nimm ihn runter! Oh! Das wollte ich nicht. Scheint so, als wärst du allein. Das war doch nur ein Prank. Komm schon, Spieler, wach auf. Du kannst doch nicht aufhören.
aufgeben. Das ist deine Schuld. Niemand legt sich mit meiner Familie an. Das ist viel zu gefährlich. Ich komme. Spieler, wach doch auf. Du bist wach. Aber klar doch, Kleines. Was habe ich verpasst? Du wirst sehen, Ban Ban. Wir werden dich von deiner bösen Seite befreien. Ich habe da vielleicht eine bessere Idee. Ban Ban, du hast das Leben aller hier ruiniert. Dieses Heilmittel könnte mein Leben verändern. Doch ich opfere es, dir deine eigene Hölle zu zeigen. Warte, Kumpel! Du weißt doch, was dieses Mittel mit mir antun wird! Oh, glaub mir, Ban Ban. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Warte, Flynn. Ich weiß, ich sollte mich nicht einmischen, vor allem weil du jedes Recht hast, sauer zu sein. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg, wenn Ban Ban sich entschuldigt und erkennt, welche Fehler er begangen hat? Okay, probieren wir. Danke! Wow! Hey, Flynn, Kumpel. Es tut mir echt leid. Du weißt schon, einfach alles. Daher möchte ich mich entschuldigen. Hä? Aber wie? Du hast unser gemeinsames Foto behalten? Es tut mir so leid. Ich kann es nicht glauben. Ich schäme mich ja so. Ach, ist schon okay, Kumpel. Flynn, ich meine das ernst. Es tut mir so leid, was passiert ist. Es wäre so schön, wenn wir wieder Freunde wären. Also, was sagst du? Ganz wie in alten Zeiten. Wow! Ganz wie in alten Zeiten. Und deine Freundschaft? Wir können es probieren, aber zuerst muss ich etwas erledigen. Hey, ist es noch weit? Nein, mein Kumpel, wir sind fast am Strand. Ach, diese Musik lässt mein Gefieder tanzen. Wow! Schaut euch diese Moves an! Wow, hey Leute, ich glaube, ich kann schon den Strand sehen. So fühlt es sich also an, durchs Meer zu watscheln. Es ist magisch. Das Wasser ist wunderschön. Was für ein wundervolles Gefühl. Ich bin endlich angekommen. Wie aufregend. Also, wie fühlst du dich? Das habe ich alles dir zu verdanken. Lass uns Spaß haben. Das macht Spaß. Yay. Wo kommt der Schatten plötzlich her? Hallo? Was zum Käse? Weglaufen bringt nichts. Letztendlich werden wir dich erwischen. Ich bin unschuldig! Das sehe ich anders. Hä? Wow, das ist wie bei Matrix. Oh nein. Mami! Hä? Da ist der Ausgang. Super. Los, los, los! Entkommt uns! Zeit für deinen Trick. Okay. Komm schon, Beine. Lass mich nicht hängen. Ich schaff das. Es ist soweit. Guten Appetit! Was zum... Autsch! Oh nein! Das war knapp! Nein! Lauf! Autschi! Das ging schief! Ich schien euch recht! Jetzt muss ich aber gehen! Man sieht sich! Oh Mann! Hab ich mich erschreckt! Oh, er wirkt echt niedlich! Hallöchen! Du wirst mein nächstes Opfer! Autsch! Dafür wirst du noch bezahlen! Wo versteckt sich der kleine Piepmatz? Oh, jemand hat sich hier verkrochen! Komm raus aus deinem Versteck, Angsthase! Hoffentlich findet er mich nicht! Oh nein!
zu früh gefreut, würde ich sagen, oder? Diesmal kommst du uns nicht. Du hast keine Chance. Oh, sieht man, wer hier ist? Weg hier. Hey, das nervt! Ich muss die Tür schließen! Ja nicht, euch weiter zu verstecken! Oh, wir haben es geschafft. Ich will meine Mami! Keine Sorge! Sicher! Wolltet ihr mich nicht eigentlich fressen? Vielleicht sollten wir es ihm sagen. Okay. Ew. Wer ist das? Das war ich. Autsch! Und das bist du? Was hat das zu bedeuten? Okay, das ist unsere Geschichte. Alles begann mit uns beiden. Beste Freunde in der Schule. Ich muss gestehen, wir waren etwas frech zu unseren Mitschülern. Wir fanden es witzig. Wir lachten immer, wenn wir anderen einen kleinen Streich gespielt haben. Und wir hatten zwar keine guten Noten, aber mit den Tests hatten wir unseren ganz speziellen Spaß. Alles war lustiger, wenn wir zusammen waren. Unsere Klassenkameraden wussten das auch. Sie waren angestrengt und ziemlich genervt. Aber wir verhielten uns, als sei alles normal. Wenn uns langweilig war, sammelten wir heimlich alle Rucksäcke in der Klasse ein und durchsuchten sie nach dem Schatz, von dem wir wussten, dass er irgendwo da drin war. Ganz genau. Kaugummi. Aber was wir damit taten, war furchtbar. Wir kauten darauf herum, bis es super klebrige Klumpen waren und dann verteilten wir es in all den Rucksäcken, die wir gestohlen hatten. Für uns war das der klügste Streich, den wir uns je ausgedacht haben. Vielleicht waren wir nicht sonderlich schlau bei Tests. Aber bei Streichen waren wir ziemlich clever. Am spaßigsten war es, die Reaktion unserer Mitschüler zu sehen, wenn sie herausfanden, was für ein Geschenk in ihren Sachen war. Das war der witzigste Moment überhaupt. Wir hatten gut lachen, bis die Kinder uns beim Lehrer verpetzten. Ihm sagten, was passiert war. Sogar der Lehrer hasste uns wegen des Unsinns, den wir ständig verzapften. Von dem Tag an war Ende mit lustig. Wir mussten die Hüte der Schande tragen. Das war so enttäuschend. Eines Tages kam ein eigentümliches Wesen in unsere Klasse und lud die anderen Kinder in den Garten von Banban ein. Diese Einladung galt aber wirklich nur den anderen Kindern. Wir mussten mit dem Lehrer in der Schule bleiben, aber dieses Schicksal war nicht zu akzeptieren. Also beschlossen wir abzuhauen. Im nächsten Augenblick waren wir im Bus. Auf dem Weg zum Ausflug. Die Wesen dort hießen uns Kinder willkommen mit Gelächter und Freundlichkeit. Währenddessen hatten wir uns schon den ersten Streich ausgedacht. Während sie alle spielten, schauten wir aus der Ferne zu. Plötzlich wurde die ganze Atmosphäre böse. Böser Banban gab das Signal und all die Monster wurden fies. Sie steckten all unsere Mitschüler in einen Käfig. Nur wir blieben unentdeckt. Mit einem lauten Schrei lenkten wir ihre Aufmerksamkeit auf unser Versteck. Als böser Banban näher kam, versuchte er uns zu erwischen und uns zu verzaubern. Aber damit hatten wir gerechnet und eine Falle aufgestellt. Er war außer sich vor Wut. Jetzt wusste er, dass nicht alles genau nach seinem Plan lief. Also machte er sich auf die Suche nach uns. Wir waren verzweifelt und verängstigt. Chamataki war total in Panik. Und da wir super still sein mussten, musste ich ihn zur Vernunft bringen. Uns die Monster nicht finden würden. Zum Glück schafften wir es, unentdeckt zu bleiben und hackten sogar einen genialen Plan aus. Wir beschlossen, unsere üblichen Methoden unserer Streiche zu benutzen und so begann der Kampf mit den Monstern. Wir gaben ihnen eine richtige Sabberdusche. Wütender als je zuvor jagten sie uns, wie sie noch nie zuvor jemanden gejagt hatten. Natürlich haben wir sie ausgetrickst und ich blieb zurück, um meine Mitschüler aus dem Käfig zu befreien. Währenddessen rannte ich durch die Gänge in diesen Garten, bis ich einen Ort fand, um einen meiner Kaugummistreiche vorzubereiten. Doch Bouncelier tauchte auf und fing mich. Gerade als sie mich fressen wollte, steckte ich ihr den Eimer auf den Kopf, was sie komplett ausrasten ließ. Diese Gelegenheit nutzte ich und floh, bevor mich noch ein anderes Monster entdecken konnte. Der Streich geht niemals schief. Ihr Kopf war sozusagen mit dem Eimer verschmolzen. Als mir langsam die Option ausging, fiel mir die Bananenschale in meiner Tasche ein.
Ich warf sie auf den Boden. Jumbo trat auf und rutschte aus. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Aber der Sieg war nicht meiner. Denn Banban erschien mit seiner mächtigen Waffe und richtete sie auf alle Schüler der Klasse. Doch dann schoss er auf sich selbst, um ein noch mächtigeres Monster zu werden. Alles versank plötzlich im Chaos. Banban war jetzt ein noch viel böseres Monster als zuvor. So sind wir Kinder vor ihm weggelaufen. Wir haben alle Richtung Ausgang geleitet, um sie zu retten und von hier fortzuschaffen. Einer von ihnen blieb, um sich bei uns für die Hilfe zu bedanken. Und als Banban uns fand, haben wir den Jungen gemeinsam beschützt, dass er sicher war. Und so verschmolzen wir zu dem Monster, das wir nun sind. Wir konnten es nicht glauben. Banban hatte gewonnen. Oh, Jungs, das ist die traurigste Geschichte, die ich je hörte. Oh, danke, mein Freund. Ich störe nur ungern, aber du kommst mit mir! Nein! Das können wir nicht zulassen. Ich liebe es, wenn alles gut läuft. Dieses Essen werde ich sowas von genießen. Die Geflügeltorte ist bereit. Alle Zutaten sind da. Und nun ist es Zeit zu backen. Heiz mir mal richtig ein. Nein! Ich will gebratet sein! Yummy! Was diesmal war? Diesmal werden wir dich aufhalten. Ja. Aufhalten. Für wen bitte haltet ihr? Was? Nein! Du ihr könnt mich nicht stoppen! Autsch! Oh. Hey! Huh? Ganz schön heiß hier! Oh mein Gott! Nicht mein! Oh oh! Das ist nicht witzig!